Der BVB-Ferienkurs ist eine großartige Gelegenheit für Kinder, mehr über Fußball zu lernen und von den Trainern der BVB-Jugendakademie unterrichtet zu werden. Solche Ferienkurse können für junge Fußballbegeisterte eine fantastische Möglichkeit sein, ihre Fähigkeiten zu verbessern, neue Techniken zu erlernen und eine professionelle Anleitung zu erhalten. Wir haben auch mit dem Veranstalter Mario Schuster über den Ferienkurs gesprochen. Mario, heute ist der letzte Tag von dem Fußballcamp. Wie war die Organisation? Wie viele Kinder haben gemacht? Von welchem Alter? Es war ganz unterschiedlich. Also die Altersgrenze war von 6 Jahren bis 15 Jahren. Wir haben insgesamt gehabt 18 Mädchen und insgesamt 64 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ist das jetzt Rekord oder normale Zahl? Schwer zu sagen. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Camps ausschaut. Aber was wir von den Dortmundern, von den Trainern gehört haben, ist es eines der größten Camps gewesen. Was haben Kinder in dieser Woche gelernt? Das werden die Trainer am besten beantworten können. Aber es ist natürlich gegangen, Spieleröffnung, Schnelligkeit, Torschuss, Dribbling, also alles, was den Fußball betrifft, kreuz und quer. Aber nicht nur das, was mich mehr so gefreut hat, war, es war auch eine Übung dabei, wo die Kinder Slalom laufen mussten, dann aufs Tor schießen und danach hinter dem Tor lagen verschiedene Karten mit Speisen drauf und sie mussten dann auswählen, ist dieses Essen gesund oder ungesund. Ah, das heißt, habt ihr gleich nebenbei gelernt, was gesund ist zum Essen. Genau. Die Kinder sind am Nacht nach Hause gefahren, da haben nicht übernachtet, sondern Vormittag kommen und am Abend nach Hause gefahren. Ihr habt ja sich gekümmert um die ganze Verpflegung. Wie war da? Alles funktioniert oder habt ihr da spezielle Verbindungen mit wem? Mhm. Na, grundsätzlich war es so, also wir hatten auch Teilnehmer, die aus Graz sind, aus Ungarn, Niederösterreich, Oberösterreich. Die haben vereinzelt auch hier geschlafen, beziehungsweise nicht in Deutschkreuz, sondern in Lutzensburg. Und von der Organisation, von der Verpflegung her, haben die Kinder bei uns jeden Tag ein Mittagessen bekommen, eine Hauptspeise und ein Dessert. Das wurde uns vom Blaufränkisch Weinhotel geliefert und das verlief eigentlich reibungslos, bis auf die wenigen, die heute zum Beispiel keinen Fisch gegessen haben. Das kommt vor. Badbesuch war auch dabei? Nein, das Camp, was Borussia Dortmund veranstaltet, ist ein Fußballcamp und nicht wie andere Camps ein Feriencamp, ein Spaßcamp, sondern hier steht wirklich der Fußball im Vordergrund und ich möchte mich bei allen Spielerinnen und Spielern auf diesem Weg auch bedanken und bin sehr beeindruckt davon, wie sie bei diesen heißen Temperaturen durchgehalten haben. Die beiden BVB-Fußballakademie-Trainer Tobias Daschner und Nico Koch sind zum ersten Mal im Burgenland und fanden lobende Worte über das Sonnenland Burgenland. Ein echter deutscher Trainer von der BVB, Tobias. Du bist jetzt in Deutschkreuz. Erste Frage, wie gefällt Ihnen Burgenland? Mir gefällt es sehr, sehr gut. Wir hatten diese Woche ja auch extremes Glück mit unserem Wetter. Hatten jeden Tag an die 30 Grad, würde ich mal schätzen. Es war sehr schweißtreibend, aber es hat sehr viel Spaß gemacht hier in Deutschkreuz, in der Region. Hat uns sehr gut gefallen. Ja, ich bin das erste Mal im Burgenland und auch das erste Mal hier in Deutschkreuz und habe das sehr genossen. Und ja, mit den 300 Sonnentagen im Jahr wurde ich auf jeden Fall nicht angelogen. Ja. Wir hatten eine super Bedingung und Wetter hier. Ja. Und die Platzbedingungen waren optimal, das muss ich sagen. Super Verein auch hier. Ja. Das heißt, der Burgenland ist ein guter Ort? Das Burgenland ist auf jeden Fall ein guter Ort und ich hoffe, ja, das Deutschkreuz hat mich, glaube ich, nicht das letzte Mal gesehen. Ja. Sie haben den Kindern vieles beigebracht. Und einiges davon haben sie uns verraten. Ja, ich würde sagen, man hat natürlich immer einen Mix bei den Kindern. Es gibt immer welche, die schon länger Fußball spielen, die vielleicht auch erst angefangen haben. Hatten jetzt hier auch extrem viele Mädchen. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Insgesamt kann man sagen, die Kinder haben sich sehr gut benommen, haben hoffentlich auch was mitgenommen, fußballerisch. Und hatten auf jeden Fall auch eine spaßige Woche und gehen mit einem Grinsen nach Hause. Wenn ich die Kinder anschaue, die sind alle gelb. Gelb, 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 gelb. Das heißt, die haben Geschenke von euch gekriegt. Genau, also die Kinder haben sich hier angemeldet über die Westside Soccer Arena.
in Wien. Und genau, dann haben wir in Kooperation mit der WSA das Camp durchgeführt. Der FC Deutschkreuz hat uns natürlich auch sehr, sehr viel unterstützt, gerade Mario und das ganze Team im Hintergrund, hat uns immer mit Getränken versorgt, hat uns immer den Rücken freigehalten. Und genau, die Kinder haben dann von uns noch ein Trikot bekommen, eine Hose, Stutzen, eine Trinkflasche und werden jetzt auch bei der Verabschiedung, die da ja nachher ansteht, noch eine Medaille und eine Urkunde mit nach Hause nehmen. Und wie finden Sie die ganze Woche? Die Woche hat uns super viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir hatten noch nie so schönes Wetter, hatten auch tatsächlich, glaube ich, noch nie ein Camp, bei dem die Kinder im Schnitt so alt waren. Also wir haben jetzt, der jüngste Teilnehmer ist 6, normal ist er immer 5 und es gibt noch ein paar andere, die 5 sind. Aber man merkt einfach, dass die Kinder sehr gut erzogen sind, dass sie sich an Regeln halten können, größtenteils, und auch, dass sie fußballerisch schon einiges zu zeigen haben. Welcher Ratschlag haben Sie an die Kinder? Ich habe erstmal einen Ratschlag an die Trainer, das Training so machen, dass es den Kindern Spaß macht, weil das ist in dem Alter das Wichtigste, dass man die Kinder bei Laune hält, dass sie gerne zum Training kommen und dann werden sie sich von ganz alleine fußballerisch verbessern. Jetzt habe ich wieder einen Trainer, Nico. Genau. Sie haben auch mit die Kinder trainiert. Genau. Wie waren die Kinder? Ja, erstmal waren die Kinder natürlich anfangs ein bisschen aufgeregt, aber die Begeisterung war groß. Die Kinder haben sich die ganze Woche Mühe gegeben. Natürlich war das mit den Wetterbedingungen nicht immer ganz einfach. Mussten wir ein paar mehr Pausen einbauen, aber jedes Kind hatte Spaß, hatte, glaube ich, ihre Lernmomente und wir konnten jedes Kind auf dem individuellen Level abholen. Was haben Kinder jetzt von den Deutschen gelernt? Was die Kinder von den Deutschen gelernt haben? Ich glaube, dass wir so Tugenden auch reingebracht haben, was so Respekt, Zusammenhalt und auch Pünktlichkeit angeht. Ja, und dass wir in der Gruppe jedem den möglichen Lerninhalt mitgeben wollen und auch ein gutes Lernumfeld schaffen wollen. Das heißt, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir über niemanden lachen und immer unsere Hilfe anbieten, auch in den Teams. Ja, genau. Wenn Sie jetzt alle Kinder, wohl wir meine so schauen, sehen Sie da zukünftige Talente? Ja, also erstmal das Hauptaugenmerk liegt ja darum für uns, die Werte von Borussia Dortmund zu verkörpern, den Kindern was mitzugeben und auch der soziale Aspekt. Ja, das heißt, wir wollen jedes Kind auf ihrem individuellen Level abholen, egal auf welchem Standesstand jetzt ist. Aber natürlich wollen wir auch die Woche nutzen, um fußballerische Aspekte mitzugeben und jedes Kind irgendwie ein bisschen was mitzugeben. Und da waren auf jeden Fall in jedem Altersbereich schon richtig gute Kicker dabei, ja. Da kann sich das Burgenland auf jeden Fall freuen. Da wird in Zukunft auf jeden Fall der ein oder andere gute Kicker bei rauskommen, ja, bin ich mir sicher. Wie es den Kindern gefallen hat, erzählen uns Luisa 7, Leno 6 und Stefanie 10. Ihr habt ja jetzt bei den Kindercamp, bei den Fußballcamp gemacht und da waren die, glaube ich, von Deutschland da ein paar Trainer. Wie findet ihr das? Gut, es war sehr schön. Und du? Auch gut. Schön. Sehr schön und es hat viel Spaß gemacht. Und jetzt hätte ich gerne von euch gewusst, was hat euch am besten gefallen? Heute haben wir so, überall waren so solche Plätze und da war so eine Kiste, da haben wir einlupfen müssen, das hat mir am besten gefallen. Und dir? Auch. Was hat dir am besten gefallen? Das Lüpfen. Und was macht man da? Da muss man in diesen Becher reinlüpfen. In diese Kiste und der muss drinnen bleiben. Und bei dir? Mir hat das Match am besten gefallen. Was? Die Tore schießen und so, alles. Alles. Plant ihr auch nächstes Jahr mitmachen? Ja. 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 Und wenn ich jetzt denke, die ganze Woche habt ihr trainiert. War das anstrengend? Hat Spaß gemacht? Ja. War es jetzt anstrengend oder Spaß gemacht? Beides. Beides. Spaß gemacht. Richtig Spaß gemacht. Und bei dir? Also es hat Spaß gemacht, aber die Hitze war stark halt. Ja, habt ihr nicht Eis gekriegt? Ja. Doch. Doch? Ja. Eine der ältesten Teilnehmerinnen war Kathi, 15 Jahre alt, die selbst bei der Frauenmannschaft Deutschkreuz spielt. Auch mit ihr haben wir gesprochen. Kathi, die Fußballcamp-Woche ist heute zu Ende. Du warst dabei, du hast mitgemacht. Was hat dir am besten gefallen? Also ich glaube, mir hat am besten
hatten das Dribbling gefallen. An einem Tag haben wir Dribbling gemacht und das war sehr gut und ich glaube, da habe ich viel mitgenommen. Planst du auch für Zukunft Fußball zu spielen? Ja, ich spiele auch für Deutsch Kreuz. Bei Deutsch Kreuz? Ja. Frauenmannschaft? Ja, in der U16 spiele ich. Sehr gut. Wie war die für dich die ganze Woche? Anstrengend, Spaß gemacht, hat was gestört? Also es hat ziemlich Spaß gemacht, aber ich bin einer der Ältesten hier und ich glaube für kleinere Kinder ist es eher besser. Wie waren die Trainer? Die Trainer sind alle sehr nett, also ich finde auch alle sehr sympathisch und auch so kann man normal mit ihnen reden und auch mal einen Spaß machen. Hey, da dabei waren die von der BVB, die Trainer dabei, haben die irgendwas Neues gelernt? Haben wir Neues gelernt? Also mir persönlich jetzt nicht wirklich, aber ich glaube für die kleineren Kinder hat es auf jeden Fall was gebracht. Am letzten Tag fand auch ein Turnier statt, bei dem die Eltern die Möglichkeit hatten zuzusehen, wie ihr Kind spielt. Zum Abschluss bekam jedes Kind eine BVB-Medaille und eine Teilnahmeurkunde zur Erinnerung an eine schöne Woche in Deutschkreuz.